พระเจ้ารักท่านนะครับ Gott liebt euch sehr และพระองค์มีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของท่าน Und hat einen wunderbaren Plan für jeden einzelnen von euch ในโลกนี้ไม่มีอะไรสำคัญกว่าที่เราจะรู้จักพระองค์และเราเดินกับพระองค์ Es gibt in dieser Welt nichts Wichtigeres als dass wir Jesus kennen und ihm folgen พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตสันติสุขและความสำเร็จให้แก่เรา Gott hat uns das Leben, den Frieden und die Freude geschenkt. ผมอยากหนุนใจพี่น้องให้รู้จักพระองค์มากขึ้นและมีความสัมพันธ์กับพระองค์ลึกขึ้นลึกขึ้น Und ich möchte, dass ihr im Glauben wächst und dass die Gemeinschaft mit Gott immer enger und immer tiefer wird. ที่ผมกับอาจารย์เฮลมุทมาทำคำสอนเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านได้รู้จักพระองค์มากขึ้นผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าDass wir euch lehren zusammen, das hat das Ziel, dass ihr durch das Wort Gottes immer tiefer gegründet werdet und für euren Glauben immer stärker werdet. พระองค์ใช้พระคัมภีร์หรือพระวจนะนั้นสอนเราว่าน้ำพระทัยของพระองค์นั้นมีอะไรบ้าง Die Bibel sagt uns ganz klar, was Gottes Wille ist für uns. และพระองค์ก็สอนเราสอนพระวจนะเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ UndGott lehrt uns das Wort durch den Heiligen Geist. ครับ วันนี้ผมอยากจะพูดต่อเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟู Ich möchte heute weiter lehren über die Erweckung und über den geistlichen Aufbruch. นี่เป็นคำสอนตอนที่สอง Das ist die zweite Folge. เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยากจะให้ลูกของพระองค์นั้นอยู่ในความรักต่อพระเจ้าไปตลอดชีวิตEs ist Gottes Wille, dass seine Kinder ihn immer mehr lieben, das ganze Leben über. พี่น้องครับเมื่อท่านตัดสินใจอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต Ihr Lieben, als ihr damals Jesus aufgenommen habt in euer Leben, ท่านมีชื่อถูกบันทึกไว้ในสวรรค์ Da wurde euer Namen im Himmel aufgeschrieben. ความบาปของท่านได้รับการยกโทษEure Sünde wurde gelöscht und vergeben. ท่านกลับใจจากความบาปและเริ่มเดินกับพระเจ้า Und ihr seid habt euch abgekehrt von der Sünde und folgt Gott nach. แต่นั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น Aber das ist erst der erste Anfang. เหมือนกับเด็กทารกที่คลอดออกมาจากคุณแม่นั้นก็เพิ่งเริ่มต้นชีวิต So wie ein kleines Baby geboren wird von der Mutter undDamit fängt das Leben erst richtig an. Der Tarok nun, muss steigen, bis er ein Jugendlicher und ein Erwachsener ist. Er muss Zeit brauchen. Aber das Baby muss wachsen. Es muss größer werden. Es muss Jugendlicher und später ein erwachsener Mensch werden. Der Tarok nun, muss steigen, bis er ein Jugendlicher und ein Erwachsener ist. Er muss Zeit brauchen. Er muss Zeit brauchen. Er muss Gott will nicht, dass wir einfach nur geistlich geboren werden und dann geistliche Babys bleiben bis zum Tod. Er möchte, dass wir wachsen und dass wir ihn immer besser kennenlernen, von Jahr zu Jahr. Und das geschieht hauptsächlich damit, dass wir.In einer Gemeinde mit reinwachsen und mithelfen. Für uns wird er von den Leitern der Geistlichen Leitung betreut. Dass wir von den Leitern, die Gott eingesetzt hat, gepflegt oder geleitet werden, angeleitet werden. Und Gott hat uns die Bibel gegeben, dass wir lesen und studieren können. Und Gott hat uns die Bibel gegebenคริสตจักรเพื่อสอนเราเหมือนกับพ่อแม่สอนลูก Und er hat in der Gemeinde Lehrer bestimmt, die uns lehren und so wie Eltern ihre Kinder lehren. แต่ว่าในความจริงของชีวิตนั้นเราเชื่อฟังพระวจนะด้วยตัวเองด้วยกำลังตัวเองยากมาก Aber es ist sehr schwer, ganz alleine für sich auf sich gestellt, dem Wort Gottes zu folgen. และนอกจากนั้นยังไม่พอชีวิตของเราแต่ละคนก็มีสิ่งต่างๆที่มาผูกมัดมีปัญหาด้านความบาปและสิ่งต่างๆในชีวิต Und wir jeder Mensch hat Dinge die ihm ankleben die ihn anhängen von der Vergangenheit her Sünden oder Gewohnheiten die nicht gut sind เพราะเราเกิดเข้ามาในโลกของความบาปแล้วเราก็โตขึ้นในสังคมที่เต็มไปด้วยความบาป
Wir sind groß geworden mit der Sünde und in einer Umgebung, die voller Sünde ist oder voller Gottlosigkeit. Christen, ทุกคน ที่จริง มนุษย์ ทุกคน โดย ซ้ำ ไป มนุษย์ ทุกคน นั้น มี ปัญหา ใน ชีวิต บาง เรื่อง Alle Menschen, jeder Einzelne hat bestimmte Dinge, die, mit denen er zu kämpfen hat. และ ปัญหา เหล่า นั้น ก็ ทำ ให้ เรา ไม่ มี ความ สุข หรือ ล้ม เหลวUnd diese Schwierigkeiten machen, dass wir traurig sind und dass wir immer wieder umfallen. Und diese Probleme bremsen, dass, wir dass unser Leben keine Frucht bringt. Ich möchte mal einige Beispiele dazu nennen, welche Probleme es gibt. Da gibt es Leute, die hängen an Drogen oder an Alkohol oder an Zigaretten. Andere können das Geldspielen nicht lassen. Andere, über denen ist wie ein Fluch, dass sie ständig krank sind. Und die Dämonen und die finsteren Mächte, die von Vorfahren mit hereingekommen sind, die machen uns das Leben ständig schwer. Es gibt Leute, die immer groß werden oder erwachsen werden und ständig aufbrausen und zornig werden. Oder wir glauben an Gott, aber wir haben immer Zweifel. Unser Glaube ist sehr schwach. Oder aber ich glaube ja an Gott, aber ich habe so viele Zweifel und der Glaube wird dadurch sehr geschwächt. Andere wurden von ihren Eltern oder von Menschen verletzt und haben ein bitteres Herz und haben viele Verletzungen in ihrem Herzen. หรือท่านมาเชื่อพระเจ้าตอนนี้แต่ในอดีตท่านถูกหย่าร้างและท่านก็ไม่ให้อภัยสามีหรือภรรยาของท่านOder du bist gläubig geworden und dann wurdest du geschieden oder hat sich dein Partner getrennt und dann bist du auch verletzt dadurch. Jeder Mensch hat Dinge, die Sünden sind und die Probleme machen in seinem Leben. Ich selber, ich war schon Christ geworden. Ich habe Jesus aufgenommen 1981. Und obwohl ich schon an Jesus geglaubt habe, fingen mir noch viele alte Dinge an. Und die Dinge, die mir an Jesus geglaubt haben, fingen mir noch viele alte Dinge an.Und diese Dinge, die haben mich ausgebremst, dass ich Gott nicht so lieben konnte, wie ich, oder Jesus nicht so lieben konnte, wie ich eigentlich wollte. Und das Christenleben war sehr schwierig. Ich möchte ein Beispiel von mir erzählen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Als ich ein junger Mann war und groß erwachsen wurde, und dann Christ geworden bin, war ich noch sehr egoistisch. Und ich wollte immer nur noch mehr und noch mehr und habe nie was mit anderen geteilt oder mit verschenkt. Und ich hatte eine Angewohnheit, dass ich immer nur das Negative, das Schlechte gesehen habe in dieser Welt.ดังนั้นเวลาผมมองคนอื่นผมก็จะวิจารณ์แล้วก็คิดไม่ดีกับคนอื่น Wenn ich andere Menschen beobachtet habe, dann habe ich schlecht über sie gedacht oder schlecht über sie geredet. แม้ว่าผมจะกลับใจเชื่อพระเยซูแต่ผมก็ยังมีไอ้ความอ่อนแอเหล่านี้มันติดอยู่ในตัวผม Auch nachdem ich Jesus aufgenommen habe und gläubig geworden war, hingen mir diese Dinge immer noch an. แต่ว่าพระเจ้าอยากจะเปลี่ยนผมให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์Aber Gott möchte, dass mein Leben sich verändert in das Bild Jesu Christi. พระเจ้าอยากจะเปลี่ยนท่านกับผมเอาสิ่งไม่ดีออกไปทีละนิดทีละนิดและทำให้เราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น Gott möchte, dass du und ich
dass wir diese alten Dinge, diese Sünden und diese Angewohnheiten mehr und mehr ablegen und dass wir dann mehr und mehr Jesus ähnlicher werden. Er möchte, dass wir so werden wie reines Gold. Und Gott gebraucht das Feuer der Erweckung, das Feuer des Heiligen Geistes, um all das Alte auszubrennen und wegzubrennen. Und anstatt jahrelang damit zu kämpfen mit meinem Egoismus, hat Gott das Feuer des Heiligen Geistes in mein Leben geschickt und der Egoismus wurde rausgebrannt. Es gibt auch Dämonen, die uns immer wieder hinbringen, dass wir schmutzige Gedanken haben. Und Gott hat den Heiligen Geist geschickt und hat Erweckung geschenkt und diese Dinge wurden rausgebrannt und mussten gehen. Und Jesus hat damals bei den Menschen so gut helfen können und das Alte, die Sünde verbannen können, weil er selber dieses Leben im Heiligen Geist gelebt hat. Nachdem Jesus gestorben war und auferstanden war und bevor er in den Himmel gefahren ist, hat er den Jüngern befohlen, wartet in Jerusalem, wartet, bis ihr angetan werdet mit dieser Kraft. Gott wusste, wenn sie gleich losgegangen wären und evangelisiert oder die Menschen zu Jesus geführt hätten, sie wären nicht weit gekommen, weil noch viele alte Bindungen und Sünden in ihrem Leben waren. Und am Pentecost, aber an Pfingsten, an diesem Pfingsttag, hat Gott das Feuer des Heiligen Geistes ausgegossen über ihnen, über 120 Jüngern. Das war die erste große Erweckung in der Geschichte der Gemeinde. Aber ich glaube, diese Erweckung hat noch längst nicht aufgehört. Er hat noch längst nicht aufgehört, seinen Geist auszugießen, immer wieder. Und wir als Christen in dieser Zeit, wir müssen unsere Herzen öffnen und diese Fülle von Gott, diesen Heiligen Geist immer wieder neu empfangen und annehmen. Die ersten Christen in der Apostelgeschichte, die haben den Heiligen Geist bekommen und sind dann in dieser Kraft vorangegangen. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, da gab es eine Erweckung nach der anderen. Diese Erweckung kommt nicht, wenn der Heilige Geist nicht da ist und nicht wirken kann und wenn er keine Freiheit hat. Das Leben und die Erweckung in der Gemeinde kommt allein durch den Heiligen Geist. In diesem Obergemach, da kam der Heilige Geist mit einem starken Wind. Und über jedem einzelnen Jünger war eine Flamme zu sehen. Das war die Flamme des Heiligen Geistes, das Feuer des Geistes. Und so konnten diese ersten Christen mit dem Heiligen Geist leben und vorangehen. Und der Heilige Geist hat gesagt, ihr bleibt in dieser Stadt, auch wenn es Verfolgung gibt,
Und sie haben gehorcht dem Heiligen Geist. ในหนังสือ1โครินธ์บทที่16ข้อ8และข้อ9 In 1. Korinther 16 Vers 8 bis 9 lesen wir. และข้าพเจ้าจะอยู่ที่เมืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเพนเทคอสต์เพราะว่าที่นี่มีประตูเปิดให้ข้าพเจ้าอย่างกว้างขวางที่จะทำงานเกิดผลและคนขัดขวางก็มีมากด้วย Da schreibt Paulus: Außerdem habe ich vor, noch bis Pfingsten in Ephesus zu bleiben, denn hier haben sich mir große und vielversprechende Möglichkeiten eröffnet. Meine Anwesenheit in dieser Stadt ist auch deshalb nötig, weil es zahlreiche Gegner gibt. Und in dieser Stadt gab es Gegner, es gab Widerstände. Und der Heilige Geist hat dem Paulus gesagt: Du musst dort bleiben.ดังนั้นผมจำเป็นต้องเชื่อฟังพระวิญญาณสิ่งที่พระองค์สั่งให้ผมทำ Und so muss auch ich dem Heiligen Geist gehorsam sein, was mir sagt. และเมื่อพระวิญญาณสั่งว่าอย่าทำอย่างนี้เขาก็ต้องเชื่อฟังพระวิญญาณเหมือนกัน Wenn der Heilige Geist dir sagt, mach das nicht, dann musst du ihm gehorchen. ในหนังสือกิจการบทที่16ข้อ7 In Apostelgeschichte 16 Vers 7 lesen wir. เมื่อมาถึงเขตแดนแคว้นมิเซียก็พยายามจะเข้าไปในแคว้นบิทเนียแต่พระวิญญาณของพระเยซูไม่โปรดให้ไป Als sie sich, also der Apostel Paulus und seine Mannschaft, dann Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen. Aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. เห็นไหมครับเขาเชื่อฟังพระวิญญาณพระวิญญาณสั่งไม่ให้ไปเขาก็ไม่ไป Wir sehen,Der Heilige Geist hat ihnen gewehrt und sie sind nicht gegangen. Sie haben gehorcht. อยากหนุนใจพี่น้องให้เป็นคริสเตียนประเภทนั้นนะครับเต็มล้นด้วยพระวิญญาณและติดตามพระวิญญาณ Ich möchte, dass ihr auch solche Christen seid, die brennen im Geist, die erfüllt sind vom Heiligen Geist und dann aber auch dem Geist gehorsam sind. ผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมเข้าไปในการฟื้นฟูตั้งแต่ปีประมาณ1997 Ich danke Gott, dass ich in diese Erweckung hineingekommen bin seit 1996. Diese 20 Jahre seitdem bin ich immer noch mitten in der Erweckung drin. Und ich habe es ganz deutlich erlebt und erfahren, dass der Feind alles versucht,dieses Feuer des Geistes zu löschen. Und ich habe Menschen getroffen, die mit allen Mitteln gearbeitet haben, dass dieses Feuer gelöscht wird und dass es aufhört. Das kommt daher, dass Satan dieses Feuer und den Heiligen Geist hasst bis auf die Knochen. และมนุษย์ที่ชอบควบคุมชอบบงการและใช้เนื้อหนังก็ไม่ชอบเรื่องไฟของพระวิญญาณ Und die Menschen lieben es zu manipulieren, alles im Griff zu halten, zu haben und nicht dem Heiligen Geist die Freiheit zu geben, die braucht. เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระเยซูแล้วล่ะครับ Das fing schon mit Jesus an damals. ตอนที่พระเยซูดำเนินชีวิตในพระวิญญาณนั้นมีชาวศาสนานักศาสนาคือฟาริสีและผู้สอนในยุคนั้นพวกคนที่สอนพระคำของยุคนั้นต่อต้านพระเยซูมากเลย Als Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes überall hingekommen ist und diese Kraft verkörpert hat, da gab es diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich mit allen Mitteln gegen ihn gewehrt haben und ihm schaden wollten. 2000 ปีผ่านไปก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงUnd 2000 Jahre sind verstrichen, das hat sich bis heute noch nicht verändert. Auch heute gibt es Leute, die den Heiligen Geist lieben und so leben wollen, dass Gott Freude an ihnen hat. Aber auch heute noch gibt es solche religiösen Leute, die den Heiligen Geist nicht leiden können und sein Wirken nicht akzeptieren und nicht annehmen wollen. Und diese theologischen Christen,
die alles besser wissen, die wollen dass das Feuer des Heiligen Geistes so schnell wie möglich aus der Gemeinde raushaben. Und wisst ihr, warum der Feind oder der Teufel so gegen diese Erweckung ankämpft? การฟื้นฟูมาจากการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแตะต้องคนของพระองค์ In der Erweckung kommt der Heilige Geist über die Menschen oder berührt die Menschen und verändert die Menschen durch seine Kraft. และเมื่อการเจิมหรือพระวิญญาณมาแตะต้องเกิดอะไรขึ้น Und wenn diese Salbung kommt und wenn sie gesalbt werden im Heiligen Geist, was passiert dann? ในหนังสืออิสยาห์บทที่10ข้อ27In Jesaja 10, Vers 27 lesen wir. Und dann in dem Tag, der Ware von ihm wird geflogen von seinem Bauch, und der Eck von ihm wird zerstört von seinem Hals. Ne, ich lese noch einmal. Aber in dem Tag, der Ware von ihm wird geflogen von seinem Bauch, und der Eck von ihm wird zerstört von seinem Hals. Und der Eck von ihm wird zerstört wegen der Erweckung. Da lesen wir, und es wird geschehen an jenem Tag, da wird seine Last von deinen Schultern weichen und sein Joch von deinem Hals. Ja, das Joch wird zersprengt werden wegen oder durch die Salbung. สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาคือการเจิมลงมาแตะคนนั้น Wenn das Feuer des Heiligen Geistes einen Menschen berührt, แอกบนคอของคนถูกทำลายไป dann werdenwird das Joch, das über dieser Person liegt, gebrochen, zerbrochen. Dieses Joch kann aus Krankheiten bestehen. Es kann sein, dass ein Unfall nach dem anderen passiert in ihrem Leben. Dieses Joch kann auch mit Bindungen Sie sind gebunden an Alkohol, an Drogen. Oder ein Joch, dass sie am jeden Sonntag morgens aufstehen und so kaputt sind, dass sie nicht in die Gemeinde kommen können. Oder aber ein Joch, dass Menschen andere hassen und nicht leiden können. Und diese Last des Jochs, die auf unserer Schulter liegt, die wird durch die Salbung gesprengt und entfernt. Oder ein Joch, das eine Last ist, dass du anfängst und nichts fertig bringst. Oder jemand anders, der liest die Bibel und kann sie einfach nicht verstehen, ist auch eine Last.หรือว่ามีความกังวลใจท้อใจเศร้าใจอยู่ตลอดเวลา Oder manche Leute sind ständig traurig und niedergeschlagen. พี่น้องครับสังเกตคริสเตียนมากมายในโลกไหมครับแม้เขาเชื่อพระเยซูแล้วแต่คนมากมายมีปัญหาเหล่านี้ที่ผมพูดมาในโบสถ์ Und leider gibt es in allen Gemeinden solche Christen, die diese Belastungen, diese Dinge, dieses Joch noch immer mit sich rumtragen. Gott möchte, dass seine Leute frei werden. Und Gott macht sie frei dadurch, dass er die Kraft und die Salbung herausgießt über die Menschen. Wenn wir diese Erweckung haben wollen, dann müssen wir uns dem Heiligen Geist ausliefern. Wir sind nicht bereit, den Geist der Religiosität oder der Religion anzunehmen oder reinzulassen. Wir lassen es nicht zu, dass dieser Geist, der alles beherrschen oder manipulieren will, unter uns Freiheit hat. เราไม่ต้อนรับวิญญาณแห่งพิธีกรรมหรือประเพณี Und wir sind auch nicht bereit, dass der Geist der Zeremonien und der religiösen Veranstaltungen Einzug hält bei uns. วิญญาณศาสนาวิญญาณประเพณีนั้นมักจะหยุดงานของพระวิญญาณ Der
religiöse Geist und dieser Geist dieser Zeremonien, der treibt den Heiligen Geist aus. Und wir müssen uns öffnen, dass der Heilige Geist Freiheit hat, hereinzukommen in unsere Gemeinde, in unser Herz. Das Problem ist, dass viele Christen jahrelang schon mit solch einem Joch rumlaufen und sich so daran gewöhnt haben. Und sie wollen gar nicht mehr frei werden. Und sie wollen nicht diese Freiheit des Geistes haben und Gott mit großer Freiheit dienen können. Und sie haben sich schon so daran gewöhnt, dass diese Ketten zu ihren Freunden geworden sind, an die sie sich einfach gewöhnt haben. Sie wollen in dieser alten Linie, in dieser alten Art, wie man Gottesdienst feiert, bleiben und nichts Neues. Und sie wollen diese Salbung nicht. Sie bleiben lieber in Ägypten und als Sklaven. Sie wollen lieber diese Zwiebeln und Knoblauch aus Ägypten weiter essen. Und sie haben diese vielen Frösche geliebt, die dann plötzlich auf ihrem Bett rumgehupft sind. Für mich, ich möchte nicht einen Tag noch länger in Ägypten bleiben. So schnell wie möglich raus aus Ägypten. Ich möchte in das gelobte Land kommen, so schnell wie möglich. Und wer führt mich in dieses Land hinein? Sicher, Gott hat Mose und Josua die Menschen als Menschen gebraucht. Aber wer hat Israel, das Volk Israel geführt durch die Wüste, die Feuer und die Wolkensäule? Diese Feuersäule und diese Rauchsäule, das ist heutzutage das Feuer und der Wind des Heiligen Geistes. Dieses Feuer des Heiligen Geistes, der Wind des Heiligen Geistes, die Feuersäule und die Wolkensäule, das ist die Gegenwart, die schwere Gegenwart Gottes. Die Gemeinde muss diese Herrlichkeit Gottes immer wieder bitten, dass Gott sie schenkt in die Gemeinde hinein. Und da gibt es Leute, die sind neu zum Glauben gekommen, sind ganz eifrig in ihrer Errettung und freuen sich über ihre Errettung. Und sie sind voll Geistes und sprechen in Zungen. Aber nach und nach, von Jahr zu Jahr, kommen sie doch wieder zurück in die alten Gewohnheiten und in die alten religiösen Pflichten. Und dann kommt es in der Gemeinde zu dieser Manipulation, dass einer den anderen manipuliert und bewacht und die Liebe wird immer kühler und kälter. Und sie gehen am Sonntag einfach in die Kirche, weil es eine religiöse Pflicht ist und aus eigenem Antrieb, nicht durch den Heiligen Geist. Und die Freude im Heiligen Geist geht weg und die Leute sitzen alle da und sind wie Ölgötzen und sind irgendwie gar nicht fröhlich und gucken immer so sauer.
Das ist in der Gemeinde in Galatien so passiert. Galatier Kapitel 5 Vers 1 sagt, für die Freiheit nan eng, pra Christ jing dai song hai rao pen thai, pra chanan jong tang man la ya khao thiem aek khong kan pen thaat ik leui. Da schreibt Paulus an die Galater, in dieser Freiheit hat uns Christus frei gemacht und hat uns völlig befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht einengen. อาจารย์เปาโลสังเกตว่าพี่น้องที่กาลาเทียนั้นเชื่อพระเยซูอยู่ดีๆละหันหลังกลับเข้าไปเป็นทาสของวิญญาณศาสนาและวิญญาณของประเพณี Paulus hat genau beobachtet, dass die Christen in Galatien im Geist angefangen haben, fröhlich und eifrig dabei waren. Und dann kamen diese religiösen Führer von Jerusalem und haben gesagt, nein, wir müssen das, diese Gesetze und das alles halten. Und die ganze Freude war weg. Diese Juden kamen in die Gemeinde hinein und haben gesagt, ihr müsst euch wieder beschneiden lassen. Und die haben gesagt, wenn ihr gläubig geworden seid, müsst ihr euch noch erst noch mal beschneiden lassen. Und Galater 3, Vers 1 bis 3 sagt Paulus, ข้อ 1 บอกว่า โอ้ ชาว กาลาเทีย คน เขลา ใคร สะกด ดวง จิต ของ พวก ท่าน ให้ เห็น ผิด ไป ได้ ทั้งที่ ภาพ การ ถูก ตรึง ของ พระ เยซู คริสต์ ได้ ปรากฏ อยู่ ต่อ หน้า ท่าน แล้ว Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Conning, Tammy? Conning. ข้อ 2 ข้าพเจ้า ใคร รู้ ข้อ เดียว จาก ท่าน ว่าท่านได้รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติก็คือศาสนาหรือได้รับโดยความเชื่อตามที่ท่านได้ฟัง Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündigt wurde, im Glauben angenommen habt? ข้อ 3 บอกว่าท่านทั้งหลายเคล้าถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือพวกท่านเริ่มต้นด้วยพระวิญญาณแต่จะจบลงด้วยเนื้อหนังกระนั้นหรือ In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr angefangen oder begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständig? ผมเห็นคริสเตียนแบบนี้ในยุคนี้ด้วย Ich habe auch heute noch viele Christen gesehen, die in diese Falle reingefallen sind. ตอนแรกก็เริ่มดีรักพระเจ้าพระวิญญาณเคลื่อนไหวเกิดการดีมากมายในโบสถ์Sie haben angefangen und haben gebrannt im Heiligen Geist, haben sich gefreut und das war eine große Freude und eine große Liebe zu Gott. Aber der Leiter der Gemeinde fing an, ihnen Vorschriften zu machen. Ihr müsst das beachten und das müsst ihr machen und das dürft ihr nicht mehr machen. Und so wurde die Gemeinde immer trockener, immer trauriger und die Freude im Geist wurde gedämpft und gelöscht. Und zum Schluss war die Gemeinde trocken wie in der Wüste und hatte keine Freude mehr. Bevor sie Christen geworden sind, waren sie Knechte des Teufels. พอมาเชื่อพระเยซูได้ไม่นานก็กลับไปเป็นทาสของกฎศาสนาอีกUnd dann kamen sie zum Glauben an Jesus und danach wurden sie wieder Knechte oder Sklaven der Gesetze. Der Heilige Geist schenkt uns Freiheit. Und ich möchte, dass das passiert bei den Christen in Deutschland, in der Schweiz, diese Freiheit.Des Christenlebens. จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมาแล้วเคยอยู่ในศาสนาและจากประสบการณ์ที่ไฟแห่งพระวิญญาณมาปลดปล่อยผม Aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich den Heiligen Geist, die Fülle des Geistes bekommen habe und dass ich immer wieder diese Erweckung erlebt habe. ผมสัญญาต่อพระบิดาว่าผมจะรักษาไฟและการฟื้นฟูจนถึงวันที่ผมจากโลกนี้ไป Und ich habeGott versprochen, ich will dieses Feuer in meinem Leben erhalten, bis ich am Ende zu Jesus gehe.
ผมจะทำทุกวิธีทางให้เห็นคนมากมายเข้ามาสู่ในการฟื้นฟูให้ได้ Und ich tue alles damit so viel wie möglich Leute diese Erweckung erleben และจะสอนผู้นำที่ผมดูแลทั่วโลกให้รักษาการฟื้นฟู Und ich lehre alle Leiter der Gemeinden über die ganze Welt dass sie diese Erweckung dieses Brennen im Geist pflegen und nicht zulassen, dass es aufhört. Dass wir die Gemeinde vorbereiten, eine reine Braut zu sein für Jesus. Herr, schick du dein Feuer deines Heiligen Geistes über alle Christen. Wasche alle Geister, die nicht da reingehören, raus. Zerstöre alle Joche, die das Leben der Christen so schwer machen. Und hebe die Lasten von den Schultern der Menschen weg. Der Heilige Geist reinige euch, dass ihr reiner, oder so rein seid wie Gold. Und dass das Feuer des Heiligen Geistes alle Sünde, alle Schmutz rauswäscht und raus entfernt aus der Gemeinde. Gott, bring du Erweckung in die Gemeinde, in eure Gemeinden hinein. Im Namen Jesu. แล้วผมจะพบกับท่านในคำสอนครั้งต่อไปเรื่องการฟื้นฟู Und das nächste Mal geht's wieder weiter mit dem Lehre über die Erweckung. ผมจะค่อยๆสอนไปเรื่อยๆ Und wir werden weiter lehren eins nach dem anderen. อย่าลืมนะครับพระเจ้ารักพี่น้องมาก Vergesst nicht, Gott liebt euch sehr. พระองค์มีแผนการที่ดีสำหรับพี่น้อง Und hat einen wunderbaren Plan für jeden Einzelnen. และพระองค์อยากให้ท่านเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์Und möchte, dass ihr erwachsen werdet in Christus. Möchte den Segen Abrahams über eurem Leben ausgießen. Und so könnt ihr Segen sein für die ganze Welt. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie die Lehre bis zum Ende angehört haben. Ich bin mir sicher, dass der Herr Belohnungen für Sie vorbereitet hat. Denn sie sehnen sich nach ihm. Möge der Herr sie segnen und sie leiten, sodass ihr Leben nach seinem Willen geführt wird und dass sie den Sieg erlangen und ein Segen für andere sind. Bis zur nächsten Lehre von Pastor Varun. Auf Wiedersehen.